Willkommen zurück zu einer neuen Folge Hammerwatch. Wir sind hier in Folge 4, immer noch in irgendeinem Floor. In welchem Floor sind wir eigentlich jetzt gerade? Wir sind in Floor 2, glaube ich, gerade. Ah ja. Kann man das vielleicht an der Menü sehen? Ja, da steht Floor 2. Oh, ja. Floor 2. Alles klar, okay. Prison Floor 2 sind wir, danke Jungs. Und wir spielen immer noch die Charaktere mit Paladin, Magier und Priester und stehen hier vor der goldenen Tür, für die wir auch schon den Schlüssel haben, sehe ich gerade oben. Okay, ich mach sie auf und ihr bleibt hinter mir. Die ganzen Käfer werden dann auch nicht mehr. Los geht's. Die Mauer halte ich ein bisschen zurück. Okay, du nimmst die rechte, ich die linke. Jo, das ist gut. Oh, du hast Combo gemacht, ne? Jo. Awesome. Gut. Ah. Okay, okay. So, alles im Griff hier mit den Käfern? Natürlich. Super. Okay, jetzt sehe ich ein bisschen schlecht. Okay, ja, danke. Dann kommen wir doch mal rüber zu dir. Ah, hier ist noch ein Spawnpunkt, wie es scheint. Ja, wir sind auch wieder in einer neuen Aufnahmesession. Deswegen habe ich auch gerade eben nochmal alles erklärt. Mehr so für uns als für euch. Ihr wisst bestimmt noch, worum es geht. Wir haben natürlich keine Ahnung mehr. Und, aber wir finden uns schon. Oh, wir brauchen einen bronzenen Schlüssel. Moment, hier ist ein bronzener Schlüssel. Ja, krass. Oh ja, sehr gut. Gut, gehen wir mal rein. Ja, pass auf. Ach, da sind Gegner. Okay. Da waren Gegner, meinst du? Was ist das, das hier oben? Was ist das? Noch drei mehr. Naja. Es scheint irgendein Trittschalter zu sein und wir müssen davon vier Stück aktivieren. Okay. Damit irgendwas passiert. Gut. Wahrscheinlich passiert hier irgendwas. Möglich. Oh, da oben sind ganz viele Fledermäuse und da ist noch so ein Trittschalter. Ah, gut. Oh, da müssen wir jetzt wieder einen bronzenen Schlüssel finden. Ja, da, ich sehe schon einen. Hier, zack, habe ich mal eingesammelt. Was sollen wir vielleicht erstmal... Obwohl, nee, machen wir es gleich auch. Ja, ja, erstmal hier in Ruhe alles aufräumen. Genau, und alles looten. Sehr schön. Aber looten ist... Ich sehe hier unten noch Käfer. Ja, wollen wir nochmal die Sachen oben machen? Ja, machen wir. Ja, okay. Da ist auch noch Gold. Hey. Ich habe gesehen, als ich die Aufnahmen durchgeguckt habe, wir haben ganz viel Gold verpasst. Also nicht ganz viel, aber ein paar Münzen. Und... Ja, da sollten wir ein bisschen drauf achten, dass wir das Gold immer einsammeln. Jo. Jetzt hier zu den Käfern. Oh, Stachelkäfer. Was ist denn für einer? Dann nur ein bisschen mehr aus. Ja, ein bisschen Heilung. Danke. Ah! Vorsicht! Da habe ich mich einkesseln lassen. Achso, danke. Super. Das Team und seine Arbeit. Ah, da ist auch eine Vendor-Coin gleich. Wo denn? Hier. Ach, da oben. Oh ja, cool. Gehen wir mal hier unten lang gleich. Ja, das sind auch Stacheln. Ja. Oh nein. Oh, das ja, die machen übrigens nicht nur über 100 Schaden, die machen genau 200 Schaden. Okay. Da konnte man auch in der Aufnahme noch sehen. Warte. Wollen wir versuchen, jetzt hier rüber zu laufen erstmal? Oder? Ja. Wenn doch kommen, würde ich jetzt schon gerne. Also, Timo die ganze Zeit dabei Moment. Sein. Okay, also die sind immer abwechselnd, ne? Genau. Was ist denn das hier oben? Okay, gleich kommt das hier. Ah, okay. Gehen wir erst nach oben, ne? Mist! Ah, ich dachte, da kommt ja, Johann war ein bisschen ungeduldig. Ja, das hätte nicht passiert. Gut. Also, wir können die Gegner jetzt auch dahin locken und dann würden sie auch durch die Stacheln sterben, oder? Stimmt, ich weiß nicht, ob das bei Fledermäusen so ist, aber ja mal normal können Gegner dadurch auch sterben. Also hier mit den ganzen Maden links könnte man das zum Beispiel ausprobieren. Ja, mach. Oh. Vorsicht. Er hat den Fehler. Das kann im Besten passieren. Gehen wir nach links jetzt? Ja. Dummdi-dummdi-dumm. Alles oh, da sind normal. Die Viecher. Also, gehen wir kurz zurück. Ja. Komm, lass sie hierher kommen. Was? Ich kann nicht mehr weg! Ja gut, dann mach ich's. Dann komm ich gleich zurück. Autsch.
Alles bei dir gut, Timo? Du brauchst einen Apfel, ne? Achso. Oh, doch nicht. Mist. Also ihr seht, wir sterben hier jetzt doch schon ab und zu mal. Ja. Das Baumkampf wird jetzt attackiert. Oh, ich brauche auch mal Heilung. Schalter. Ah, Timo ist schon da. Nein. Achso. Kommst du klar, Johann? Ich komm. Lass den Schalter in Ruhe, wer weiß, was da neu rauskommt an Gegnern. Ja, aber ich kann... Also die Versuchung ist groß. Ich brauche ein bisschen Heilung. Timo? Wie sieht's mana-technisch bei dir aus? Nicht so gut gerade. Okay, wollen wir ein Stück nach rechts zurückziehen und ein bisschen Pause machen? Ja. Hier können wir einfach auf die Gegner warten und sie dann so ein bisschen rauslocken aus der Verteidigung. Genau, auf. So, jetzt noch ein bisschen Mana. Timo könnte auch mal einen Apfel gebrauchen, also wenn wir einen Apfel sehen. Ja, holen wir uns. Ah! So, und? Das Gift gelaufen, Dödel. Hier oben. Okay. Gehen wir hin. Okay. Hier sind wir wirklich. Oh, ich brauche ein bisschen Heilung. Ja. Fast kurz down. Vorsicht. Oh. Da okay, kommen überall Geschosse. Warte, ich bräuchte vielleicht ein bisschen Heilung dann noch, bevor wir uns da jetzt reinstürzen. Ja, wir können auch hier nochmal nach oben. Genau. Da sind noch Kisten und Münzen. Kann ich den Schalter drücken? Bitte. Ja, mach doch. Wieso? Ja. Wenn wir safe sind, dann können wir auch immer Schalter drücken. Das ist, glaube ich, okay. Eine Abkürzung hier irgendwohin. Hier waren wir schon. Ja. Ja, hier waren wir schon, ja. Alles klar. Jo. Kleine Abkürzung erstellt. Oh. Oh, wo kommst du denn her? Timo, unfassbar, halt, diese Gegner. Mich kurz, dann stürzen wir uns da rein. Alex, beruhig dich. Ich räume hier schon mal auf. Na gut. Dann geh ich schnell. Kümmere ich mich hier auch um das Teil. Da liegen nochmal Leben. Mhm. So, alles was wir verloren haben, haben wir jetzt wieder eingesammelt. Genau, bis jetzt ist jeder einmal gestorben, ne? Yep. Ein Apfel für Timo! Schnapp sie dir! Und eine Thundercoin! Ja. Waren wir auf der Brücke da rechts schon? Welche Brücke? Da war noch eine kleine Brücke, da waren wir glaube ich noch nicht, oder? Geh außen rum. Too much danger! Ah! Wow. Ach, guck mal unten rum. Hier sind wir jetzt gefallen. Gehen wir hier weiter. Boah, wie viele Spawnpunkte hier waren, ey. Heide, wird's geil. Ja, hier war so ein bisschen richtig viel Madenalarm. Hier geht's weiter. Und Alex stürzt sich gleich mitten in die Gegner. Na, ich wollte nicht hinter dir stehen. Wieso nicht? Weil ich dann immer nicht sehe, was passiert und kriege ich immer Dinger ab. Achso. Da ist wieder hier Loch im Boden, da ist wieder so ein böser, gefährlicher Gegner. Okay. Können wir sehen, wo der ist? Mach mal die... Ne, schade, auf der Minimap noch nicht zu sehen, aber da sind noch... Kurz, soll ich mal kurz scouten? Ich glaube, wenn, müssen wir das zusammen machen. Weil sonst, oder? Du kannst mal versuchen, wenn die Kamera dir folgt. Da okay. Greift er dich an. Jetzt ziehst du einen Schwanz Fledermäuse hinter dir her. Zumindest mal. Kommt her, ihr Mistviecher. Okay, er ist noch weiter oben wahrscheinlich. Ja. Ja, dann müssen wir wohl mal zu dritt rein und immer in Bewegung bleiben. Natürlich. Da ist er. Er ist tot? Ja. Cool. Ja, das war ja was. Timo hat's fast zerrissen, oder? Echt? Hat er dich hier so... Timo nochmal die nächsten Äpfel. Jo. Aufsparen. Da liegen auch schon welche. Jo. Hier ist eine Wand. Ja. Nice. Oh, ein Schalter. Ich drücke ihn. Okay, er hat da hinten irgendwas aufgemacht. Ah, das ist wieder so eine Holzplanke. Oh ja. Ist hier noch so eine Wand? Oh ja. Ja. Wow.
Sehr gut. Oh, eine Schatztruhe auch. Aber wie kommen wir da jetzt hin? Andere Seite? Ja, vielleicht. Ja, schon. War hier noch was? Hier waren wir ja schon. Also oben ist ja noch was, ne? Da sind auf jeden Fall noch Gegner. Ja. Okay. Wartet auf mich! Open Laden! Hört auf mich anzugreifen, ihr Mistviecher! Gut, das wär's. Rechts ist auch noch. Ach, hier, guck mal. Sind das mehrere Schalter? Oder ist ein Trank? Das sind. Warte, was steht da? Kommt man nach oben? Each act contains three of these special buttons. They need to be activated to unlock the boss. Ah. Also. Okay, also drei solche roten Dinger. Mhm. Und wenn wir die alle aktiviert haben, können wir irgendwie zum Boss. Oder dann auf kommt der Boss, oder ich habe keine Ahnung. Auf dieser Ebene dann, oder? Allgemein in dem Level. Das müssen wir dann mal gucken. Okay. Du fragst mich so, als ob ich ein Experte des Spiels wäre. Ja, du hast ja... Das erste Level hast du ja schon mal gespielt, oder? Ja, das stimmt. Dann bist du der Experte von uns. Na gut. Hier sind auch Käfer-Spawn-Punkte. Okay. Das sind diese Löcher hier. Diese... Boah, was ist jetzt los? Das ein Buffkäfer. Der ist ein bisschen stärker. Oh, ein bisschen stärker ist gut. Der hat mich fast gewonnen. Echt? Timo, ich brauch deine Hilfe hier ein bisschen. Ja, komm mal rüber. Okay. Ups, aber. So. Okay, ja, danke. Ja, super. Haha, gegen drei hat er keine Chance. Ja. Auch mir schon ein bisschen... Was ist das jetzt? Wow. Der hat noch was hinterlassen, okay. Ja, nice. Also wir haben jetzt, glaube ich, mehr Energie und noch eine Vendor Coin. Cool. Und der hat sich, als er gestorben ist, hat er sich aufgelöst zu zwei oder drei von diesen Stachelkäfern. Ah, okay. Falls man das gerade nicht sehen konnte. Nope, ich gar nicht. Du bist schon wieder am Combo machen hier, Johann, ne? Ja, Combo Paladin. Ist voll gut. Mega Combo, komm schon. Kombo ist vorbei. Ciao. Ah, kein Mana mehr. Oh, irgendwas hat mich da auch wieder. Timo? Danke. Ja, die Stachelkäfer sind halt echt eine Nummer härter. Oh, ein goldener das Schlüssel. Wirklich schon ein bisschen aufpassen hier. Wow. Autsch. Ah, okay. Oha, der hat mir auch eine ordentliche reingedrückt. Timo, hier ist ein Kürbis für dich. Wow. Oh ja. Yummy. Nice. Bombe! Oh, dumm, ey. Magst du dich nochmal bestrahlen kurz? Für dich? Ja, mich auch. Einmal die Ruhe nutzen und... So. Mich auch. Und dich am besten auch selber nehmen. Das geht leider nicht. So. Aber haben wir jetzt hier oben alles geguckt? Noch nicht. Münzen. Da ist auch siehst du, wir lassen immer Geheimgang. Münzen. Oh ja, gut gesehen. Was haben wir hier? Was ist das? Wäh, Bomben. Wow, sch- Sorry. Bin noch aufgetreten. Ne, Bomben. Okay, muss man das in einer bestimmten Reihenfolge machen. Oh, ich bin schon wieder auf den. Okay. Jeder darf einmal. Warte. Also die unteren beiden sind falsch. Okay. Die unteren beiden? Ja. Okay, das der ist richtig. Das war richtig das falsch. War falsch. So, jetzt ist Timo dran. Okay, Timo. Wieso ich? Oben rechts fängt's an. Oder fing es mal an. Okay. Unten links ist auch gut, danach. Ja, okay. Das war auch gut. Sequence completed. Nice. Und jetzt? Die werden einen Schatz haben. Oh, ja. Wie doof. Oh, okay, hier ist ein Leben dann aufgezogen. Ah, okay. Ach, ja, okay. Mhm. Das war vorher da rechts in der Wand drin. Okay. Timo, Heilung bitte. Okay, den Goldschlüssel würde ich noch nicht einsetzen hier. Weil wir haben noch nicht den Rest gesehen, oder? Ja, okay. Danke. Schnapp dir das Mana, Timo. So, wollen wir kurz ein Folgenpäuschen machen? Ja, machen wir. Was machen wir denn in der nächsten Folge? Ja, wir erkunden den zweiten Floor weiter.
wir haben ja auch eben, vorhin haben wir ja dieses Ding gefunden mit, du brauchst noch 3 weitere Schalter und da haben wir noch einen weiteren gefunden, das heißt 2 fehlen noch. Wir haben noch einen bronzenen Schlüssel, den wir irgendwo einsetzen können. Und ich würde sagen, das versuchen wir dann alles gleich nochmal zu machen, ne? Ja, denn? Ja. Dann bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Ciao.